Mein Name ist Uli Gehling und ich bin der Geschäftsführer von Autogyro. Autogyro ist der Weltmarktführer für die Herstellung von Tragschraubern. Wir bauen verschiedene Modelle in verschiedenen Ausführungen. Jedes Jahr ungefähr 300 Stück. Komm mit mir, ich zeig dir, wie wir sie bauen. Und später darfst du mit Fliegen kommen. Ein Tragschrauber besteht aus fast 4000 Einzelteilen. Deshalb hilft es sehr, dass bei Autogyro fast 95% der Komponenten direkt vor Ort produziert werden. Zum Beispiel in der Abteilung Elektronik. Hier entstehen gerade die Kabelbäume. Sie verbinden am Ende die Elektronik im Cockpit und sorgen auch dafür, dass zum Beispiel die Landescheinwerfer funktionieren. Die Abteilung Lack kümmert sich nicht nur um das gute Aussehen der Tragschrauber. Zwei Schritte sorgen auch für eine optimale Aerodynamik. Denn nach dem eigentlichen Lackieren in der Nebenhalle werden hier auch noch die letzten kleinen Staubpartikel abgeschliffen und die Oberflächen poliert. In der Endmontage entsteht der Tragschrauber, der am Ende auch abheben kann. Dafür werden im ersten Schritt die Steuerung, das Fahrwerk und der Rotorkopf zum Rohbau verbunden. Damit man mit dem Tragschrauber aber wirklich fliegen kann, müssen in der Endmontage noch Scheiben, Sitze und die Verkleidungen angebracht werden. Dann kann es losgehen. Hallo, mein Name ist Georg. Ich bin heute dein Pilot. Gleich werden wir mit diesem Tragschrauber in die Luft gehen. Ein Tragschrauber sieht so ähnlich aus wie ein Hubschrauber, hat aber einen großen Unterschied. Der Rotor, den wir da oben sehen, wird nicht vom Motor angetrieben, sondern nur durch den Fahrtwind. Den Fahrtwind erreichen wir, indem der Propeller uns nach vorne schiebt. Durch die da entstehende Geschwindigkeit fängt der Rotor an zu drehen und wir können fliegen. Während wir gerade in einem Tragschrauber ohne Flügel sitzen, entwickelt Autogyro bereits ein Modell mit Flügeln. Natürlich unterstützt von Europa für Niedersachsen.